Ja, willkommen zurück. Real Myst Masterpiece Edition Online UVO Live. Again. Riven. Myst 5. 4. Buch. Again. Buch. Ja, wir haben mal wieder Samstag. Samstags ist unsere Myst-Spielzeit. Eigentlich immer so, ja, ne? Samstags. Jo. Und, ja, genau. Wir stehen jetzt quasi, wir haben die Story beendet, Mode. Zumindest die Grundgeschichte. Jetzt geht es darum, diese Pöller wieder zurückzubringen, so wie wir das vom letzten Mal, wo die werte Dame uns das noch einmal näher gebracht hat, erklärt hat. Ich verstehe aber nicht, warum wir uns die dann erst geholt haben, aber. Naja, das ist wahrscheinlich eine Leihgabe. Die Ja, brauchst du richtig, zum für Beenden, was? aber wenn du fertig bist, bring die jetzt wieder zurück, quasi, ne? Genau. Wie Leihwagen. Ich brauche ein Stell dir Auto, um die dahin Dinger zu in deinen kommen, aber Vorgarten, bring den Wagen guckst wieder sie her. dir an und wenn du damit nicht mehr zufrieden bringst, kannst du es zurückbringen. 30 Tage Rückgaberecht. Ich habe zwei Monde im Rail-2. Okay. So, die erste Map habe ich, glaube ich, vollständig. Die zweite habe ich auch Ja, ich muss mal. vollständig. Das ist dieses Baumding, das habe ich nicht vollständig. Das Okay, habe wir ich müssen. vielleicht vollständig. Ich weiß es Also, wie nicht. es aussieht, werden wir über die Bücher wieder zurück müssen. Ja. Aber mir fehlt ein Buch. Das erste war, glaube ich, das mit den Pilzen, ne? Das kann durchaus sein, weil nämlich, wenn ich das hier so Da bist du, glaube ich, bei ansehe, mir reingekommen. mir fehlen, also wenn ich mir mein Regal angucke, fehlen mir die ersten drei Bücher. Nein. Du hast ja, das ist ja aufgeteilt in, ich sag mal, so Schachteln. Du hast ja ganz Ja. links, hast ja dieses blaue, braune. Das ist, glaube ich, das Ja. Real-2-Buch. Das gelbe ist das Ja. Nexus-Buch. Das braune ist ja dieses Special-Buch. Dann kommt leer, Abschluss und dann kommen die fünf Bücher von den Questen, die wir gemacht haben. Ah, okay. Das Ja gut, erste war dann. das Pilzding und dann, nee, das sind eigentlich die vier hier. So rum war das, genau, die vier hier. Nee, das Die erste vier ist nicht das Pinöppels. Pilzding. Ja, Doch. richtig. Nein. Das Das hier Pilzding sind ist bei vier mir Buch Welten. 2. So, die Ja, beiden das. ganz rechts sind zusammenhängend und die drei sind separat, also vier. Also wenn ich das Passt. mal hier so sehe, fehlt bei mir auf jeden Fall die Pilzwelt komplett. Da habe ich nämlich keine Hand. Gut, dann gehen wir da noch mal durch. Also mir Da. fehlt das. Offensichtlich fehlt mir nur das mit den Bäumen. Oh, und die, ne, doch, da habe ich eine Hand. Ja. Na gut, dann versuchen wir noch mal im Schnelldurchgang die Pilzwelt Die zu machen. Pilzwelt zu machen. Jo, Schnelldurchgang. sollte wahrscheinlich bei uns dann noch mal so in Erinnerung kommen, wahrscheinlich. Okay. Einfach nur der Vollständigkeit halber, damit du das dann auch hast. Ich glaube, das war Ja, brauche ich aber Teledan, war eigentlich das. nicht. Das ist aber eigentlich ist das unnötig. Das wäre irgendwie. Ich glaube, nicht unnötig. Wir spielen ja eh immer zusammen, deshalb brauchen wir nicht die ganzen Welten dann nochmal machen. Das ist ja. Ja gut, dann gehe ich durch. Dann kommst du bei mir wieder mit Ja, dann rein. komm ich bei dir mit rein und dann bringen wir da eben den Pöller zurück, weil ich glaube, das Ganze jetzt nochmal zu machen ist. Ich hoffe mal, wir können alle Pöller gleichzeitig zurückgeben. Nee, Weil dann das hast war du die ja so, wahrscheinlich dass. einzeln. Ja, doch, das kann auch sein, weil es ist ja so gewesen, dass dann immer da wo der Pöller drauf stand, wo man dann gespawnt ist, dass der reinhing in den Raum rein. Die anderen waren ja dann weiter reingedrückt. Wäre natürlich jetzt einfacher gewesen, wenn die jetzt alle draußen wären. Dann könntest du da rumrennen, alle Pöller abgeben, fertig. So, wie heißt denn der? Das Sage. Teledan. Teledan, ne? Müsstest du Ja. noch haben eigentlich. Roger, auf nach Teledan. Oh, ne, das erste Buch ist gar nicht Teledan. Nein. Fällt mir gerade auf Okay. hier. Verdammt, ich dachte, das wäre das gewesen. Garnison. Ja, das erste Buch ist Garrison. Und da habe ich eine Hand wieder gedrückt, wo ich natürlich total falsch bin. Naja, der Ausgang ist ja nicht weit. Oh, ach, das mit dem. Oh, nee, ne? Drehen, doch. Ja, gut. Und ich bin wieder in die falsche Richtung gelaufen. Also lauf nicht rechts lang, wenn du rauskommst, sondern links lang, das ist kürzer. Will try my Oder very je best nachdem, wo du soon. bist. Ah, nee, ich glaube, du spawnst ja sowieso am Startpunkt. Genau. Will try my very best soon. Ah, ich glaube, du bist da. Es lädt auf jeden Fall. Achso.
man ist nur doppelt Und ich muss gemoppelt mich, werden hier. ich habe mich gerade auch nochmal vergewissert, dass mein Aufnahmeprogramm läuft. Komm früh. Ja, das hatte ich jetzt bei der Myst, bei der Real Myst Masterpiece. Folge, vorletzte, hatte ich gespielt und habe vergessen, weil ich ja im Moment nicht über XSplit aufnehme, sondern halt über den Avamedia, hatte dann vergessen, hier Aufnahme zu, ne? Zu Aufnahmen. Ja, das hat sich dann rauskristallisiert, dass ich mir da quasi einen abgelabert habe und dann festgestellt habe, oh Scheiße, das Ding läuft ja gar nicht. Das ist doof. Das ist wirklich doof. Und Vor allem, run weil ich das jump. danach schon mal, Yeah. danach habe ich schon mal gespeichert gehabt wieder. Er ist natürlich doof. Aber egal. So, Fällt keinem auf. I'm waiting. Oh nein, ich hänge wieder mit den Knien im. Aufzug. Ist lang. Ich falle gerade durch die Welt. Ah, hatte ich auch schon mal. Bin ich wenigstens nicht der Einzige, dem das passiert. Ja, okay. Erinnere mich so ein bisschen an Attack on Mars. Ja, Meinst du? ist man ja, bin ich auch öfter durch die Welt gefallen. Also wieder zurück in Nexus. Ja, ich warte hier. Ich habe hier auch noch mal die Hand gedrückt, damit ich hier jetzt einen Speicherpunkt habe an der Stelle. Toll, toll hast du halt gemacht. Toll. Ja, ich bin so stolz auf mich. Ja, ich sehe schon kommen. Ich muss echt Ich sagen, also schmiefel das ab. letzte mit den Bäumen, das war mit am schwierigsten, ne? Finde ich persönlich. Ja, Das hier war alles noch ja. relativ einfach. Das war auch das Umfangreichste. Beeil dich, der Eigentlich. kommt gleich wieder hier hin. Beeil dich. Hallo, ich bin noch im Schnell. Ladescreen. Beeil dich. Ja, da musst du jetzt warten. Ja, das muss ich dann wahrscheinlich eh machen, aber egal. Also ich bin ja, wenn ich hier gerade mal hier, wenn ich gerade mal mich auslassen darf, ich muss dann mal über Adobe schimpfen. So ein Driss. Drissunternehmen. Ich habe mal nachgeguckt, ne? Das Problem der Adobe Premiere mit der unkonstanten Framerate, die man ja beim Spielen hat, ne? Kennen die schon seit, weiß nicht, 2007. Das haben die bis heute nicht geschafft. Oh ne, ich falle schon wieder durch die Welt. Oh ne. Oh. Vielleicht sollte ich mal den anderen Aufzug benutzen. Geht nicht, der fährt nur nach unten. Okay. Ja, seit 2007. Ja, seit 2007 haben die halt dieses Problem der Unsynchronisation zwischen Variable Betrag. Audio und Video. Nee, Audio und Video laufen auseinander, wenn du die verarbeiten willst. Andere Programme wie VLC oder was kriegen das ohne Probleme hin, ne? Das synchron ablaufen zu lassen. Und jetzt bin ich gezwungen, jedes Video nochmal von MP4 in MP4 zu konvertieren, damit ich die in Premiere verarbeiten kann. Das ist abartig. Das ist echt ätzend. Ja. Und das dauert ja nicht mal gerade kurz. Ja? So. Nicht? Kurz. Nee, So, reingemacht, Rendern gerückt, fertig. So ein 4 GB Video vorzurendern in das gleiche Format, das dauert schon mal so eine halbe, dreiviertel Stunde. Und jetzt erneut. Durch die Welt. Ja, nee, ich versuche jetzt mal. Ich hatte das auch mal, dass ich so fest hing, bis zu den Knien, dass ich gar nicht mehr wegkam. Ich konnte nicht springen, gar nichts. Das war auch sehr doof. Mal gucken, was jetzt passiert. Oh nee. Oh doch, nur bis zum Knien. Hey! Hat Hallo. geklappt. Yeah. Läufst in die falsche Richtung. Nur meine Knie waren in Mitleidenschaft gezogen. Boah, geht ab. Hier war Vogelgezwitscher mit dynamisch, Och nee, also. es geht wieder scheiße wieder mit dem.
Es dauert jetzt einen Moment, bis du wieder hier bist, ja. Ja, das Problem, das ist das einzige Manko, was ich Uru Live ankreiden muss, dass du als Gast in einem Zeitalter nicht die Hände benutzen kannst. Als Safe Point, dass sie nicht übertragen will, ne? Ja, richtig. Dass es auf beiden verteilt wird. Ja, das ist auch sowieso netzwerkcode-technisch ein bisschen. Allein das Laggen der Figuren, wenn die laufen, ne? Das ist ja auch Ja, es ist ja auch mal ein bisschen älter. eine Runde, aber trotzdem. Die sind doch immer noch dabei, die Server laufen. Ja, die werden aber das, Es gibt Updates, ne? Es gab ja erst ja. beim letzten Mal, irgendwie vor ein paar Wochen, Monaten, gab es ein Update. Also, so ist es Ja, du nicht. musst aber davon ausgehen, dass es nicht mehr Cyan ist, der die Updates macht. Soweit ich weiß, doch. Nein. Die Server sind nicht mehr von Cyan unterstützt. Das ist ein reines Privatprojekt quasi. Warte, Kacke, wie war denn jetzt da drauf, ne? Muss ich mit Anlauf? Ach, solltest du. Warte, Oh, lass mich fuck. erst hier. Und. Ja, oh, gut. Upp. Ja, geschafft. So, wo war jetzt der Ja, einfach Punkt? stumpf hier rüber rennen. Rennen oder springen? Ja, springen auch, sonst schaffst du das nicht. Rennen und springen, sagst du. Abgesehen davon, dass du dir mehr als nur die Beine brechen würdest, wenn du ihn aufschlägst, aber. Eieieiei. Aua. Ja, geschafft. Gut. Jo. Open Open Sesame. Sesame. Zwei dumme Eingedanke. Ich sehe gerade, mein Monitor ist ziemlich dunkel eingestellt. Ich muss ihn mal wieder ein bisschen höher stellen. Das ist irgendwie. Hier ist das auch dunkel drin. Da ist nicht viel zum Einstellen. Und jetzt, pst, geh wieder los. Ne, die sagt nichts. Wie, die sagt nichts. Ja, das hatten wir doch schon mal gehabt. Jetzt musst du den Pöller zurückbringen. Ja, und wie? Ja, die Hand drücken an der Wand. Achso. Vor allen Dingen, es ist jetzt rot, ne? Es ist nicht mehr blau. Ja, und wenn du eine Mitte runterspringst, sieht das auch ein bisschen anders aus. So, Oh. ein Pöller ist weniger. Okay, tschüss. Oh ja. Durchaus. So, ich mache dann schon mal das zweite Buch auf, weil da habe ich auch, glaube ich, da hatte ich durchgemacht, ne? Ich gehe einfach mal reingucken. Das war jetzt aber, glaube ich, Teledan mit den Pilzen. Pilze bist auch du, ja, richtig. Das zweite Buch müsste das Ja, das ist. Ich glaube, das hast du aber auch wahrscheinlich. durch. Nee, ich habe da gar keine Hand. Ne? Nee, das haben wir auch mit bei dir gemacht. Ja, dann Also, ich gehe wieder Beine in die Teledan. Hand und losgerannt, ne? Ah ja, hier, Ja, das das war ja wird. auch ein bisschen knackig, das Rätsel hier, ne? Mit den Druckplatten, meinst du? Nee, nicht nur Druckplatten, auch diese ganze Mechanik mit den Wellen und alles. Das wird heute nur eine bringen, die ersten Pöller-Zurückfolge. Und gucken, was dann passiert, Folge. Ja, das war jetzt das Teledan, ja. Ich habe irgendwie so einen kleinen inneren Bug hier. Wieso? Es war etwas verschoben, das. Oh, Gui. Achtung. So, welcome. Muss ich jetzt da wieder runtercreepen? Runter creepen. Apropos Creepen, da müsste man natürlich auch nochmal erwähnen, dass wir den Sandbox-Kanal gewechselt haben. Schön, dass diese Videos da nicht laufen. Ja, richtig. Aber meine durchaus interessierten Zuschauer, denke ich, werden auch da gerne einen Blick drauf werfen. Wollen.
Abonnenten sind natürlich auch durchaus gewünscht auf dem neuen Kanal. Aber keine Angst, wir werden es nicht alle 5 Minuten anzeigen, dass wir ein Abo haben wollen. Jetzt abonniert das oder ich mache keine Urlaub-Videos mehr. Du bist ja gemein. Nein, das hat nichts mit gemein zu tun. Oh. Oh, ich muss echt meine. Guck mal, kann ich das nicht? Kann ich natürlich nicht. Warte, oder? Doch, hier, Einstellung. Es ist mir zu dunkel. Es ist mir durchaus zu dunkel. Ah ja, das Gamma steht ja auch auf. Ah, Calibration. Unendliche Tiefen. Steht es bei mir Set. aber auch. Ja? Ja. Also ich habe genug Ganz Helligkeit. unten? Ganz unten? Ja. Das andere wirkt mir so hell, so. Ja, das Problem ist da, dass ja gerade über HDMI läuft. Ja, du musst mal die Kalibrierung machen, dann kannst du da. Ja, die Kalibrierung bringt mir aber eigentlich nichts, wenn ich nur das an meinem Monitor ändern kann. Ja, dafür ist die Kalibrierung aber da. Da wird ein Bild gezeigt und daran, anhand dessen passt du deinen Monitor an. Steht dann ja da Ja. unten. Ja, das werde ich dann wahrscheinlich mal off-camera machen, aber ich werde erstmal wieder die Gamma zurücksetzen, weil. Go back. Also. Ich warte am dicken Föhn hier bei dir. Auf dich. Ich glaube, du musst mich noch reinlassen. Echt? War das so? Ja, du musst mich noch reinlassen. Die sind noch zu hier. Ah, stimmt. Stehst du davor schon? Ich stehe schon davor, ja. Oh nein. Ja gut, das ist der einzige Nachteil hier. Alleine würdest du das hier nicht hinkriegen. Nee, Großartig. alleine wird es auch nicht dieses eine Special Book kriegen, was wir ja da gefunden haben. Also das auf jeden Fall nicht, obwohl das andere würdest du schon hinkriegen, du musst ja nur die Druckplatten immer anpassen, aber so ist einfacher. Kurz den Schalter umlegen, fertig. Da bin ich mal äußerst gespannt, was passiert, wenn wir die Pöllala zurückgebracht haben. Beine in die Hand und losgerannt, ne? Ja, richtig. Ich meine, haben wir das nicht sogar wirklich so ge. Ja, richtig. Das sind ja 4 Welten. 2 hast du gemacht, 2 habe ich gemacht. So ungefähr, ja. Ja gut, außer die mit den Doppelbüchern, weil da habe ich dann auch separat, weil wir wieder getrennt waren nach dem Übergang und ich dann keine Jo, Lust jo, hatte, jo, jo. jedes Mal über den Nexus wieder da reinzugehen. Aber wir haben eigentlich alle komischen Seiten hier mitgenommen, ne? Bei den restlichen Sí, señor. Books. Very well. Open Sesame, please. So, das wäre Pöller Nummer 2 jetzt. Hey, die andere Dings bleibt jetzt auch draußen. Die Platte, wo der Wenn andere ich Pöller draufsteht. mal einen Ladescreen kriegen würde, wäre das nicht schlecht. Weiter rein. Da kommt ein Geräusch dann, meine. Werde ich wahrscheinlich mal raus. Jetzt. Wahrscheinlich, weil wir so nah hintereinander gelaufen sind. Das kann sein, ja, dass wir da durcheinander gekommen sind. Also ich find das in Rot sieht das durchaus cool aus. Ah, jetzt will ich aber trotzdem nochmal hier die Sprecherin haben. Gucken, ob sich da was geändert hat. Ja, wahrscheinlich wohl nicht. Shara, peace to you, mover of the least. Nein. 7 more journeys have moved you closer.
Hätte mich auch gewundert. My humble darkness lasted only a short time before I began to bask in what I could do, what I could write. My gift, kenn ich das? My path, the knowledge of my father and the dreams of my mother pierced a hole in the darkness, in the weakness. I was aware of my power and I was proud. Weißt du, wo das Ausgangstor war bei dem nächsten? Warte mal. Ach ja, genau, da war das. Ja. Ach, kenn ich schon. Und reinfallen. Da bist du reingefallen, wa? So. Nimm das wäre der grüne Buch. Dollar Nummer. Oh, wow. Hast du diesen blauen Schimmer am Boden gesehen? Ja, habe ich. Ja, diesen Crack hier. Crack. Crack. Ja, also das, ja, sehr cool. So wie das aussieht, wird wohl hier dann noch mehr passieren im Rail 2. Nimm das grüne Buch als nächstes. Ja, jetzt aber nicht. Was? Ja, weil wir schon eine halbe Stunde fast erreicht haben. Ja, das ist schnell gemacht, da brauchst du nicht lang. Okay. Und halbe Stunde haben wir lange noch nicht. Also. Das Grüne? Ja, ganz rechts das. Okay. Das ist nämlich schnell erreicht. Ah ja, stimmt, das war ja die Glühwürmchen-Mayhem. Ich hasse die Third-Person-Ansicht. Instabile Welten. Wusstest du, dass Riven eine instabile Welt ist? Wusstest du, dass die Erde eine instabile Welt ist? Ich glaube, die andere schaffen aber auch noch so. Ja, fünf Minuten, über 5 Minuten haben wir noch. Eigentlich haben wir jetzt 8 Minuten noch. So, den Pöller auch zurück. Zack. Ah, okay. Die verbinden sich jetzt. Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Ja, kannst mal gucken. So, Nummer 3 habe ich. Zack und zurück. Das andere war Kaddisch dann, ne? Kaddisch. Ja, kann sein. Guck mal, was jetzt passiert. Nur gut, dass wir bei dir die Dinger nicht, die Knöpfe gedrückt haben, die blauen, ne? Und? Oh. Oh man. Das sieht nicht gut aus. Ich mache mein ganzes Rail-Tour kaputt. Ja, richtig. Mit Recht. Also, das wäre jetzt. Falsche Richtung. Verdammt. Hast du es auch bei dir schon gemacht? Was? Das grüne Buch? Ja. Das ging so schnell. Hätte sich es nicht gelohnt. Nee, das braune meine ich jetzt. Ich bin jetzt. Also das letzte. Gerade in Kaddisch auf dem Weg zu dir. Ich bin in deine Welt. Ich habe diese Welt an sich ja nicht gemacht, deswegen. Ja, richtig. Weil ich habe jetzt gerade die letzte Hand benutzt. Ja, du bin jetzt ja quasi wieder in der Schatzkammer, ne? Ja, richtig. Ich nicht. Ich darf den ganzen Weg zurücklatschen. Ich bin in der Schatzkammer gefangen quasi gerade. Scheiße. Idiot. Ich häng fest. Ah, nee, doch nicht, oder? Nee, doch nicht hängen fest. Sehr gut. Oh, ja, richtig. Da war ja die Geschichte. Wir müssen über Balance den. Richtig. Also, das muss ich sagen, das war hier mit das. Schwerste. Und längste vor allen Dingen. Und längste. So, bin mal gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Am Ausgang. Mit diesem wunderschönen Blick auf
Nichts. Nichts. Ah, jetzt muss Wo bist du gerade? Ich bin gerade beim Tempel. Wir können hoffen, dass der Aufzug jetzt auch gerade passend steht. Jetzt darf ich wieder warten. Tempel? Ja, ja, so, mit den da. Platten unten, wo der Aufzug dann ist. Fährt er gerade hoch oder runter? Kann ich nicht sehen. Verdammt. Ja, damit hätten wir dann auch in einer Folge wieder alle Pöller zurückgebracht. Jo. Oh. Ah, das da geht kommt ja. Er. Das hat immense technische Vorteile. Und abwärts bitte. Ja, mal gucken, dann müsste dann ja wieder was Neues in der... Ja, da gibt es ja noch einiges. Die Story dann das weitergehen. Das Bücherregal ist ja ziemlich leer. Ja, es ist wirklich durchaus richtig. Ich weiß nicht, ob das alles Story ist. Vielleicht ist es einfach nur dann so Multiplayer-Content quasi. Das war jetzt Story und dann... Ja, was werden wir ja spätestens dann sehen. Ich glaube, dafür müssen wir aber dann nochmal hier nicht rein. Wo war denn das Regal? Egal, wovon ich ja gesprochen hatte. Das war, glaube ich, in diesem dritten Buch von ganz links, oder? Nee. Ja, das war hier in dieser Garnisonsgeschichte da. Da konntest du, oder? Ja, es war dieses Museum, das ist der Social-Bereich, der andere. Ja, der andere, ja, wie kommt man denn da hin? Hier durch, richtig, durch die Welt. Ja, man kommt auch am Anfang hin. Ja? Ja, ja. Ich war da auch schon mal. Und da habe ich da auch jemanden gesehen, der rannte da damals mal rum. Das wird bestimmt auch noch interessant werden. Ja, ich muss gerade nur ein bisschen Treppen und Leitern steigen. Ach so. Das ist mit den Pistons in der Mitte, den Säulen. Und den in der Luft schwebenden Steinringen. Ach so, da bist du, ja, okay. Die Evil Engineers, kannst du mal versuchen, da nachzubauen. Ja, bestimmt. Ja, das wird also mit Evil Engineers, mit der, wenn sie das wirklich... so durchziehen. Und interessant wird das natürlich auch, wenn die das in Space Engineers mit einbringen. Ja, kann ich nur hoffen, dass sie dann diesen scheiß Graf-Block rausnehmen und alle Schiffe auch Gravitation unterliegen lassen, sobald ein Graf-Gen da ist. Weil dann hast du nämlich das Problem, dass selbst ein kleines Schiff auf dem Landepad sich mal eben durch den Stahlboden drückt, wenn du Pech hast. Wenn es zu schwer ist. Ja, vor allen Dingen hast du dann ja auch in gewisser Weise einen Schutzschirm, wenn du so willst. Ja, der kann dann natürlich die Masse auch ablenken. Genau. Das wäre durchaus gut. Da bist du, okay. There he comes. Open the door, please. Okay, I try. Ups. Lass mich zuerst durch. So, der allerletzte. Jetzt müssen wir was kommen. Ja, siehst du, die Dinger sind jetzt auch alle ausgefahren, ne? Die Seitendinger, ja, die Platten. Ja. Through the hole. Oh, das ist ziemlich, das ist eine coole Sache. Fupp, und zurückgebracht. Spannend erwarten wir jetzt, was da kommen mag. Oh. Oh. Mein schönes Rätsel, du. Ein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum, so wie es aussieht. Den kennt man ja auch aus der... Oh ja. Die Frage ist, was passiert, wenn man da reinspringt? Ja, das ist richtig, aber diesen Riss, der ist ähnlich wie der bei dem Myst-Intro. Ich lass mich mal da reinfallen. Sieht der ähnlich aus? Nein, jetzt doch nicht. Okay, ja. Mein Gott, ist ja gewohnt. Nimm doch nicht den ganzen Content. Content? Ja, den ganzen Content. Junge, das ist das Arma 3 von Myst, da ist kein Content. ist klar. Ja gut, dann haben wir unser Reel quasi gerade zerstört und da nicht rein. Ja. Schauen wir mal, was uns dann in der nächsten Folge erwartet. Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen Cliffhanger-mäßig, aber... Surprise, surprise!
Surprise. Das nennt man auch Kundenbindung. Nee, Zuschauerbindung. Reichweite ist ja das Schlagwort 2014 in YouTube. Ich dachte, das wäre Freiheit gewesen. Nee, das Reichweite. Man hat ja Reichweite. Ja gut, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir uns dann in die nächste mögliche Zeitalter reinwerfen tun können. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.